Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Gerade hat unsere Mannschaft leider 4:0 gegen Illertissen zu Hause verloren. Aber trotzdem stellt sich unser Trainer natürlich meine schlauen Fragen. Mal gucken. Hallo Daniel, ich grüße dich. Was kann man zu so einem Spiel sagen? Ja, ist sehr schade. Wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen. Erster Spieltag gegen so einen Top-Gegner zu Hause. Haben uns schon ausgerechnet, dass wir länger Paroli mithalten können. Und dann müssen wir leider schon nach 2 Minuten so ein dummes Gegentor hinnehmen, was wir selber verursachen. Und dann waren wir schon emotional nicht gut im Spiel drin. Dann kommen noch 2 Standardtore dazu mit leider 2 Torwartfehlern. Ja, und dann steht es auf einmal 3-0 und du weißt gar nicht warum. Weil so gut war der Gegner am Anfang nicht, dass er die 3 Tore hätte machen müssen. Da du gerade sagst, 2 Torwartfehler, hatte heute Sebastian vielleicht einen rahmenschwarzen Tag oder was war mit ihm heute los? Ja, weil das ist was im Torwartleben leider vorkommt. Es gibt gute Tage und es gibt auch mal schlechte Tage und jedem Feldspieler muss man einen Fehler zugestehen und einem Torwart auch. Und da ist halt dann unglücklich nach dem ersten, den er halt über die Hände rutschen lässt, mag er es halt bei der nächsten Standardsituation wieder gut machen und ist dann ein bisschen übermütig und da läuft dann nochmal ein Ball. Also von daher, wie gesagt, Bastian. Aber es war ja nicht das Ausschlaggebende, dass Sebastian heute nicht den besten Tag hatte, weil die Mannschaft allgemein ja es hatte, oder? Ja, weil, wie gesagt, mit einem 1-0 oder einem Fehler hast du natürlich eine bessere Ausgangsposition, auch in der zweiten Halbzeit vielleicht, als mit einem 3-0 für den Gegner. Und da muss man halt einfach, ich bin da immer dabei, man muss auch mal Fehler auf sich nehmen und es macht einen nur stärker, man muss sich die da, glaube ich, ja nicht verstecken. Und es wird er auch nicht tun und deswegen ist halt einfach so heute und kommt der Basti schon drüber. Wenn man generell kann man ja sagen, es ist ja eine junge Mannschaft, viele sind ja normal, aber unser Hauptaugenmerk lag ja nicht gegen das Spiel gegen Illertissen beispielsweise, sondern eher die kommenden Wochen wie gegen Seligporten, Bayreuth. Wie schaust du da aus, wie stellst du die Jungs da ein? Ja, ich bin sehr... ich bin sicherlich heute nicht ganz so positiv gestimmt mit so einer Niederlage. Aber ich glaube, ab morgen müssen wir den Kopf hochrichten und müssen auf die anderen Spiele gucken. Illertissen wie Bayern oder Würzburg, die Spiele sind jetzt nicht die Hauptspiele für uns, wo wir unbedingt was holen müssen. Aber vielleicht nimmst du halt was mit und das wäre halt schon positiv. Und die Möglichkeit war, glaube ich, heute gegeben von den Voraussetzungen vorm Spiel. Aber leider haben wir uns das halt selber kaputt gemacht. Und deswegen finde ich sehr, sehr schade. Magst du uns noch kurz ein, zwei Worte zur Vorbereitung in der Winterpause, sag ich mal, ihr wart im Trainingslager. Mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt. Unser Trainer wird diese Woche nochmal die Jungs ein bisschen rannehmen, dass wir am Freitag mal wieder 3 Punkte ranholen. Und bis dahin alles Gute, auf Wiedersehen.